Fangen wieder da an. Warum fangen wir jedes Mal da an? Okay. Die 3 ist oben links. Müsste ich erstmal da hinkommen. Es wurde ja, glaube ich, irgendwas gelabert, dass es dass es irgendwie so Portale gibt. Daher gehen wir mal in die Welt. Und suche meinen Kakariko nach einem Portal. So. Okay. Portal. Moment. Hat nicht noch irgendwer was gesagt, von wegen so ein komischer Sonderling-Typ? Mit dem soll ich mal sprechen. Irgendwas war da. Mal gucken. Okay, hier sind nur Hühnchen. Mal schauen, ob wir was finden. Streich. Wasserfall der Wünsche, ja, die habe ich schon gesehen. Jemand. Ach ja, Flöte. Yay! Vogel! Und der Vogel, der bringt mich jetzt, kann mich jetzt zu Sachen bringen. Das ist schön. Da will ich aber nicht hin. Vogel! Ein Vogel. Bring mich hier raus. Mal gucken. Den Stand, den kann ich noch nicht bewegen. Ah ja, der hier ist ein Portal.
Müssen wir mal durch die ganzen Häuser gehen. Gucken, wer uns was erzählen kann. Hier ist keiner. Ach, Mensch. Da jemand? Ah, nicht, hier sind wir Hühnchen. Richtig hier drin. Nehmen wir mal mit, falls wir es brauchen. Bin gerade unsicher, wo wir genau hin müssen. Gelesen. Ja. Eben zwei. Ich nehme an, weil ich schon so ein Kraftarmband oder Krafthandschuhe habe, dass das dann die zweite Stufe vom Heben ist. Blödes Arschloch. Nein! Ach. Sack. Wollte mir meine ganzen Sachen. Da muss ich nicht hin. Anscheinend kann ich ihn nicht töten, ne? Der wird nur weggeschoben, wenn ich... Okay. Der wird nur weggeschoben, wenn ich den angreife. Warum auch immer. Komme ich da raus? Ah. Was ist da? Oh. Hey du, was willst du hier? Das ist das Versteck unserer Diebesbande. Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Okay. Herzteil. Nee, nix reden. Ah ja. Wo muss ich als nächstes hin? Das ist die große Frage. Ach, so einer. Piss dich. Was ist da hier oben?
Na, Truhenspiel. Nee, 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 nee. Ist halt merkwürdige Logik. Keine Ahnung. Komisches Spiel. Holzfäller sind nicht mehr da. Nicht da unten. Was gibt's hier? Rubine hinein. Das glückliche Zukunft. Wenn man da den Stein wegmacht. Ist auch ein Portal. Ich glaube, ich werde mal das Internet fragen. Thank you.
Okay. Mal gucken. Also. Perfekt. Okay, da gibt's nix. Oh! Spuckbomben. Oh, alles klar. Hier gibt es ein wichtiges Item, habe ich gehört. Ah, Karte, schön. Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Muss nur mal gucken, wo. Wie wir da langkommen. Nein, Hase! Ah. Yeah. Was war? Was? Glück, dass ich die Kack-Pegasus-Stiefel schon habe. Schlüssel. Shit. Das macht das Ganze um einiges angenehmer. Okay, ich muss irgendwie da rüberkommen. Da drüben hoch. Bombe. Bombe. Hat mir nicht viel gebracht. Mal weiter gucken. Bam! Ah ne, da war.
Und Schlüssel. Ach, da geht's auch runter. Ah, okay. Schlüssel. Nope. Schlüssel. Aha, da. Alles klar. Das ist wahrscheinlich jetzt ein totaler Umweg, den ich gehe. Jo, heftiger Umweg. Egal. Hauptsache, wir kommen irgendwann an. Hase. Ruhe. Schlüssel. Yes! So, wo war jetzt nochmal die Tür? Die war irgendwo, ich glaube jetzt links und dann hoch. Da müsste die Tür sein. Nein. Wo war die? Drüben. Ich glaube da. Ja, da. Okay, wie komme ich da hoch? Da komme ich hoch. Yay. Wow. Einfach durchgelaufen. Schuh. Böses Skelett. Skeletto. Spooky. Mr. Skeletal. Schlüssel. Komm mal. Ich nehme fast an, ich werde eine Bombe brauchen. Für irgendwas. Okay. Okay, fickt euch. Bam. Oh, Bullshit. Okay. Nein! Lustig. Okay.
dann nicht das wie tut tut. Nein! Jetzt bin ich wieder da. Okay. Für mich. Sack. Herz. Warum haben die alle keine Herzen für mich? Mann. Bomb, Bomb, geil. Jetzt werf die Bombe. Danke. Du. Noch mehr Bomben. Ach Mann, dann halt so. Danke dir, Süßer. Du hast mir das Leben gerettet. Ich begleite mich nach draußen. Alles klar, Süße.
Ordnung. Bäm! Titanenhandschuh. Dunkle, schwere Steine heben. Yeah. Wow. Gefährlich. Wunderbar. Nicht gedacht, dass das jetzt ein eigenständiger Dungeon ist, aber von mir aus. Machen wir den halt. Ah, das ist viel zu hell. Ja. Na. Ah. Wow, Laser. Blank. Also Mann. Als nächstes muss ich echt mal gucken, wo es die rote Rüstung gibt. Oder die bessere. Bessere Rüstung. Fee! Ein Scheißschlag hat gefehlt. Weitere Nachfahren. Hat sich so verkleidet, ja. Aber da ist die echte. Link, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Damit die sieben Weisen das Tor in die Schattenwelt durch ein Siegel versperren konnten, kämpften die Ritter von Hyrule ohne Rücksicht auf Verluste gegen furchtbare Monster. Viele ließen dabei ihr Leben, aber sie taten es für Hyrule. Du bist vielleicht der letzte direkte Nachfahre dieser tapferen Streiter. Und nur du kannst der wahre Held werden. Wir vertrauen dir. Du wirst Ganon bestimmt vernichten. Zeige deinen Mut! Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen, bla bla. Yeah! Yay! Geister! So, jetzt habe ich die coolen Handschuhe. Jetzt kann ich alle Steine hochheben. Mitunter auch diese. Und jetzt kann ich da rein. Oder auch nicht. Beziehungsweise ja. Bloß, das bringt irgendwie anscheinend nichts. Achso, das sind Hühnchen. Sollten hier nicht Zwerge sein? Mal schnell schauen. Eispalast, blaue Rüstung, Eispalast. Okay.
Moment, das ist ein bisschen komplizierter. Komplizierter, als ich gedacht habe. Muss ich mal schnell gucken. Also. Runtergehen. Frosch. Quark, Quark, du siehst ja noch ganz normal aus. Du bist kein einfacher Junge. Quark, ich wohnte einst in Kakariko und frage mich oft, wie es meinem Kollegen geht. Quark, bitte bring mich doch zu ihm. Ja, Quark, bitte, Quark. Okay, Frosch. Der kann ja ganz normal laufen. Muss ja nicht mal springen und hüpfen und so. Berg. Uff. Na, das ist mal eine gute Sache. Du hast meinen Kollegen gefunden. Vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen, wenn du dein Schwert härten lassen willst. Gerne. Ach, da bist du wieder. Schmiedet mein Schwert. 10 Rubine. Jawohl. Nur eine Weile hier. Jetzt habe ich kein Schwert. Ha! Jetzt kann ich boxen. Bam, bam, bam. Oh. Der Baum, der guckt mich an. Ah, der Baum guckt mich an. Ist creepy. Creepy! Eine Truhe. Das Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Nimm sie ungeöffnet mit. Okay. Darf ich nicht mal rennen? Ruhe? Gut. Achso, ich muss immer. Anscheinend muss ich in die Lichtwelt. Das geht nicht. Thank you.
Laufe mal ein bisschen rum. Natürlich trifft das Scheißding mich nicht. Ist durch. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnete wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe. Aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Ich verspreche es. Yay. Magische Flasche. Und jetzt? Ja, jetzt kann ich wieder zum Schmied. Also war der Kackweg jetzt eigentlich komplett optional nur für die Flasche. Naja, immerhin habe ich eine Flasche. Immerhin habe ich eine Flasche jetzt. Weg. Na. So. Kollegen, mein Schwert. Wie sieht's aus? Erst ist dein neu gehärtetes Schwert. Nimm es mal in die Hand und... Yeah. Glückwunsch, das Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? Yeah! Yeah, rotes Schwert. Yeah. Yeah. Sehr schön. Das. Keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt noch? Skelettwald könnte man machen. Nein, wir machen Eispalast. Das müsste, glaube ich, der Eispalast hier sein. Sieht gut aus. Jo. Weg, geh weg.
Und was? Was? Sieg ich denn dann bitte? Magischen Flammen. Aber ich habe keine Magie. Oh, keine Magie. Hast du Magie? Geht es ernsthaft nur mit Feuer? Also muss ich halt Magie sammeln. Was war dann nochmal drin? Ach, der. Ah ja. Muss ich halt mal gucken, wo es Magie gibt. Was war das? Ah ja. Magie. Noch ein bisschen mehr. Ah, ich muss aufpassen. Weil Gegner, die ich mit dieser Ram-Attacke umbringe, droppen nix. Magie. Mal kurz probieren. Okay. Okay, ja. Also. Das wäre genug Magie für einmal einsetzen. Aber ob das reicht? Mal gucken. Droppst du jetzt ein bisschen Magie? Bitte. Mal gucken, wie weit wir kommen. Er wacht nicht auf. Okay. Okay.
Große Magie. Kompass. Ui. Schön rutschig. Gegnerrand. Habe ich auch gedacht, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Oh, nö. Geh weg, Magie-Kack-Ding. Na. Wozu braucht man einen Kompass? Der zeigt hier auf der Karte an, wo... wo der Boss ist. Glaube ich. Normal zeigt er, glaube ich, auch an, wo... wo Truhen sind. Glaube ich. Aber ja, der Kompass hat irgendwas mit der Karte zu tun. Der zeigt dann irgendwas an oder so. Aber ich brauche den eigentlich kaum. Da hier. Warum hat es mich jetzt an das eine Ding rangezogen und an das andere nicht? The fuck. Bombe. Herzen wäre nicht schlecht. Herzen wäre nicht schlecht. Wow, Skelettmann. Bullshit. Noch einer. Also in Ocarina of Time und Majora's Mask zeigt auf jeden Fall Truhen an. Ich weiß nicht, wie es in anderen Zelda-Spielen ist. Herzen! Bitte! Komm, mach schneller. Moment, ich hab doch vorhin extra ein Elixier gekauft. Ein rotes. Warum habe ich das nicht benutzt? Ah! Komplett vergessen. Komplett vergessen, dass ich sowas hab. Nein. Pinguin. Pinguin. Thank you.
Kein scheiß Ding droppt ein Herz. Fast nur entgegen. Ah, okay. Dem Skelettraum keine Bomben mehr hat, hat man eigentlich komplett verkackt. Ach, komm. Ah, die kann man auch töten. Nicht gewusst. Genau die gleiche Scheißstelle schon wieder. Was macht ein scheiß Mario-Gegner eigentlich in einem Zelda-Spiel? Scheiß Feuerstangen-Kack ist aus Mario. Ah, droppen nix, wenn ich den Scheiß mache. Vergesse ich ständig. Okay. Da! Ein Ding verkackt. Okay. Die Scheißtreppe runter. Ach, fuck, ich hab keinen großen Schlüssel. Pups. Sag mal, das ist doch kein scheiß Zufall, dass das Scheißding ständig an der gleichen Kackstelle ist wie ich.
fällst nicht runter. Sag nein, nein, nein. Eis. Scheißzeug. Schlüssel. Scheiß drauf. Oh. Okay. Wehe, der Scheißraum hat nichts gebracht. Wehe, der Scheißraum hat nichts gebracht. Oh, der hat nichts gebracht. Verarschung. Ein Schlüssel. Nicht eigentlich das Ding locken? Nee. Also, ich meine, wenn ich die Taste gedrückt halt, ob ich dann sozusagen zielen kann, sozusagen, aber nee, das geht sofort. Geht sofort los, das Zeug. Das kann man ziehen. Ich hab gewusst, irgendeine Scheißzunge kann man ziehen. Karte. Ah, jetzt sind wir hier. Wo ist denn dieser große Schlüssel? Da ist er. Okay. Gott. Gott! Sehr gut. Scheiß machen wir noch fertig. Den Scheiß-Tempel machen wir noch. Ach, schon wieder den Scheiß.
Ich weiß gar nicht mehr, was der Endgegner von dem Tempel war. Herz. Yeah. So, der Raum. Dreck. Herz. Gut. So, und hier runterfallen. Ne, hier runter gehen. Und unten dann runterfallen und da ist dann große Truhe und so weiter. Alter. Blaue Rüstung, damit machen die gegnerische Angriffe weniger aus. Yay! Stylish. Oh, wo kommt der her? Natürlich von der Decke halt. Ne? Haben wir ja gerade gesehen. Dumme Frage. Was? Ach, da geht's. Und Bullshit. Was?
Nein, safe state. Nein. Nein. Nein, nicht dein Ernst. Ja, gut. Ja, gut. Mache ich das zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal nochmal dahin, wo wir gerade waren. Mach da ein Safe State. Was habe ich gedrückt? Den Knopf zum Safe State laden. Bin zu müde. Nur Fehler. Wie viel haben wir verloren? Im Endeffekt alles, was wir jetzt in dem Eistempel-Zeug gemacht haben. Ach, Dreck, Dreck. Ja, bis nächste Woche spiele ich das nochmal nach, machen den Eistempel dann einfach. Ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt verkackt habe. Und... Naja. Ja, super viel war es nicht. Und da ich ja jetzt auch weiß, was so auf mich zukommt und zukommt, wird das schon. Also ich mach's bis zum nächsten Mal wieder neu, bis zu dem Punkt, wo wir waren und ja, spielen dann ab dem nächsten Mal da dann weiter. Dreck!